Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dungeon 2. Jo, in der letzten Folge haben wir Krötos, oder sollten wir Krötos töten. Hat uns leider nicht so funktioniert. Wir haben ihn nur in die Flucht geschlagen. Ich bin jetzt gespannt, ob jetzt gleich weiter wir auf Krötos Jagd machen müssen oder ob jetzt erstmal ein neuer Held kommt. Schauen wir mal. Obwohl Krötos fliehen konnte, war die Horde weiterhin auf einem glorreichen Siegeszug. Nun war die Zeit gekommen, ein Zeichen zu setzen und mit einer besonders abscheulichen Bösartigkeit die Kreaturen der Horde zu inspirieren. Dazu zog die Horde tief in die wohlhabenden Herzlande der Allianz, um dort ein Wesen zu jagen, dessen zuckersüße Güte und Herzlichkeit einem Ork die Hauer abfaulen ließ. Ein Einhorn. Alter. Ich finde zu keine Worte. Das ist echt krank, Alter. Ein Einhorn. Das muss man sich mal reinziehen. Wie schrecklich kann eine Kreatur sein? Besetzt die Wall Street? Was? Der Titel irgendwie, mit dem kann ich ja auch nichts anfangen, so richtig. Na gut, werden wir mal sehen, was bei rauskommt. Okay, ein Einhorn. Also das wird auf jeden Fall grauenhaft, würde ich fast behaupten wollen. Aber naja, wir werden sehen, was bei rumkommt. Aber der Titel wirft bei mir Fragen auf. Was hat jetzt Dungeons mit der Wall Street zu tun? Also das passt noch nicht ganz in meinem Kopf. Aber gut, werden wir ja dann sehen. Falls es irgendwann mal losgehen sollte. Ah, da ist schon mal der Schnodderling. Musik geht aus. Und es geht los. Die Horde hatte sich beeindruckend vergrößert. Viele Goblins und Nagas hatten sich in der Armee des militärischen Bösen eingefunden. Zufrieden war es aber trotzdem noch nicht. Um sich weiterzuentwickeln, würde es einer besonders widerwärtigen Tat bedürfen. In diesen Landen lebte ein feenhaftes und bezauberndes Wesen, dem die Herzensgüte aus allen Poren tropfte. Der Tod des Einhorns würde die Horde zu Größerem inspirieren. Außerdem würde sich sein Kopf sehr gut über dem Kamin machen. Alter. Allerdings war diese Kreatur nicht nur stark, sondern ihr wohnte auch eine Magie inne, die selbst den bösartigsten Ork zu besänftigen und auf seine Seite zu ziehen in der Lage war. Hier würde es Hilfe brauchen, um die Horde nicht in einen Haufen jämmerlicher Blümchenkettenbastler zu verwandeln. Blümchenkettenbastler. Schönes Wort für Geigenraten. Oh, okay. Hier wurde schon gebaut. Einiges sogar. Das ist natürlich cool. Jetzt ist die Frage. Oh. Okay, hier sollten wir dann wahrscheinlich als erstes hin. Das heißt, wir brauchen Gold. Hier, Gold. Das haben wir schon. Das haben wir auch. Brauerei. Ja, haben wir auch. Das heißt, ich würde sagen, wir brauchen erstmal 3, 4, 5 Orks. Damit wir die kalt machen können. Hat ein Ork schon immer 350 gekostet, ja. Sehr hart. Da wollen wir noch einen Schnodderling dazu. Damit die ordentlich Gold abbauen können. Gerüchte besagten, dass es hier eine alte Höhle gab, die ehemals von Orks bewohnt worden war. Vielleicht würde das ultimative Böse dort seine Antworten finden. Okay. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal ein paar Orks auf. Vielleicht noch ein, zwei Nager, weil die ja heilen können. Das wäre ganz gut. Und dann werden wir uns aufmachen, den Einsiedler zu finden. Aber ich merke gerade, wir brauchen auf jeden Fall noch diese Tüftlerhöhle. Die werden wir mal noch so nebenbei bauen. Damit wir noch... Ach, das war dumm. So. Damit wir nebenbei noch ein bisschen tüftlern können, quasi. Bauen wir mal einen Nager. Noch Ork. So. Jo, die sind schön fleißig. Und unser Snuffy
baut unsere Tüftlerhöhle. In einem geheimen Raum waren einige Kreaturen versteckt gewesen, die sich dem ultimativen Bösen angeschlossen haben. Hoppla, da ist wieder der Absatz. Nicht, Entschuldigung. Drei aufstrebende Allianzstädte befanden sich in der näheren Umgebung. Vormals handelte es sich dabei um Industriestädte mit geregeltem Handwerk, das goldenen Boden hatte. Doch die Bankenbranche hatte in den letzten Jahren geboomt und somit waren mittlerweile alle Bewohner im Bankensektor tätig. Vernetzt waren diese Städte über ein bewachtes Straßensystem, das gemeinhin als Wall Street bekannt war. Ist das von Belang? Alles klar, jetzt wissen wir auch, was es mit der Wall Street auf sich hat. Oh Mann, ist das herrlich, das Spiel, ey. Also der Geschichtenerzähler, den feiere ich auf jeden Fall. Der ist richtig sahnig. Geil. Aber wir haben auf jeden Fall einen Gobblepot. Das ist natürlich richtig mächtig. Weil wir haben ja schon damit zu sehen, wozu der in der Lage ist. Das freut mich auf jeden Fall immens. Ich würde noch einen Goblin und einen Ork bauen. Und dann würde ich auf jeden Fall erstmal die Zwerge hier vernichten. Ein Bettchen, das reicht erstmal. Nein. Entschuldige. Mana produzieren, Zaubersprüche. Ich finde die alle nicht so geil. Außer halt dieses Bevölkerungspunkte, das ist echt gut. Aber so an sich finde ich das erstmal gar nicht so gut, die Zauber, die es hier gibt. Muss ich ehrlich gestehen. So. Das war wahrscheinlich nicht so klug. Aber na gut. Dann noch ein Goblin. Nee, scheiße. Okay. Dann 500 nicht genügend Gold. Mana haben wir. Doch, Mana haben wir. Dann würde ich erstmal sagen, ich baue noch ein paar Bevölkerungspunkte aus, damit wir dann noch 1, 2, 3, 4 Orks bauen können. Damit wir die Zwerge hier auf jeden Fall mit Sicherheit kalt machen können. Hier würde ich auch gerne noch, obwohl, es sind 4 Schnatterlinge. Wir haben nur noch einen. Wo ist der andere? Brautbier. Ach stimmt. Das brauchen wir ja auch. Das habe ich natürlich vergessen, dass wir auch Schadowing dafür brauchen. Staatshilfen hatten eine der bedrohten Banken in Form eines Goldesels erreicht. Solch eine gut funktionierende Finanzblase lockte neben den Bankstern auch immer Helden an, die ihre Beute aus dem letzten Streifzug einlagern wollten. Als dies getan war, marschierten sie zielstrebig auf den nächsten ihnen bekannten Dungeon zu. Dummerweise gehörte dieser dem ultimativen Bösen. Und dieses war ein Ziel, an dem sie sich die Zähne ausbeißen würden. Oh, das ultimative Böse würde keinen weiteren Goldtransport zu einer der in Not geratenen Banken mehr durchlassen, um so ein zusätzliches Heldenaufkommen zu verhindern. Dann würde ich aber sagen, wir nehmen doch schon die Zwerge ab. Gierige Menschen machten dem geizigen Bösen im Untergrund den Platz streitig. Ja, sie das, würden auf äußerst schmerzhafte Art und Weise lernen, wo ist denn der Böse niemals teilt. Ey! Was ist los mit dir? Alter, was ist? Los, Gobobot. Ich krieg auf jeden Fall ordentlich Schaden, Alter. Scheiße, Verlagertod. Der haut auch gleich ab hier. Ja, schafft er das? Schafft er das? Los, und Feuer. Jetzt hatte ich Angst. Der letzte Arbeiter war aus der Goldmine. Ein Leben hat er. Dieser Bereich des Untergrunds war nun fest in der eisernen Hand des ultimativen Bösen. Also in seiner Hand des Terrors. Die Naga wird jetzt weggebracht, genau. Also wir bauen eine größere Schatzkammer. Okay. Feinde, Feinde, Feinde. Der hier war der Gobot, ne? Ja. Dass die aber jetzt genau jetzt kommen, ey. Los, los, los. Na? Okay. Der Goblin, der soll abhauen, Junge. Der kann doch eh nichts.
Okay, was ist hier mit unserem Zauber? Ach ja, die Nager. Okay, dann haben wir das. Dann vor Drescher. Das ist... Ah, die Karawane, Alter. Ich weiß nicht, wie schnell ich das machen soll. So, die Nager, die ist wieder fit. Ja. Jetzt müsste mal der Zauber fertig werden, damit wir noch Orks bauen können. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt alle wieder mitnehme und angegriffen wird, dann stehe ich wieder da. Aber das wäre wahrscheinlich auch nicht so gut. Jetzt. Orks, Orks. Einer halt verfügbar in. Einen können wir noch. Okay, dann nehmen wir zwei Orks mit, zwei Nagas und den Kobold. Und damit sollte eigentlich erstmal alles geregelt werden, was uns auf uns zukommt. Ich hätte gern neue Falle erforschen. Den Verdrescher brauchen wir Geld. Gold. Nicht Geld. Dann, du kommst mal bitte hier hin und nimmst das. Hoppla. Okay, wir brauchen eine Nager. Du. So, das wollte ich eigentlich machen. Okay, aber wir können unsere Kreaturen auch in das Dungeon-Herz werfen. Also das ging damals auch schon bei Dungeon Keeper. Das heißt, wir werfen die dahin zurück und die landen, keine Ahnung, wo auch immer. So. Dann bitte... Der Gobblebot. Solix war das, oder? Soxil. Entschuldige bitte. So, die Karawane ist in einer Minute soweit. So, jetzt. Ich weiß aber nicht, wohin die. Wo die lang geht. Sind die böse? Ja. Gobblebot. Ach, die sind ja auch kein Stich. In der Zeit. Verdrescher. So. Dann erforschen wir weiter. Ich habe Angst, dass gleich dieses Lager kommt. Und los. Ist ein Zauberer hier? Geh mal auf den hier. Da ist ein Heiltrank, das ist so mal sahnig. Den werden wir aber noch nicht nehmen, den lassen wir uns mal lieber. Ich weiß nicht, wo die... Wo kommt die Karawane? Es war wieder einmal Zeit für einen Goldtransport. Da. Wie kommen wir da hin? Hier lang? Plötzlich fing es die Kreaturen des abscheulichen Bösen an zu jucken und sie kratzten sich am ganzen Körper. Dies musste die Präsenz des ekelerregend guten Einhorns sein. Ja, wie sollen wir da hinkommen? Ja, aber da kommen wir noch nicht lang. Das kriegt uns auch sofort mit, das Vieh. Dann gehen wir erstmal hier lang. Kommen vielleicht oben auch dahin. Eventuell. Die Horde bereitete den Angriff auf eine der Städte vor, doch das zurückhaltende Böse fühlte sich noch nicht stark genug. Zunächst sollte es sich um das Einhorn kümmern, mit Hilfe dieser bösen Tat seine Armee zu verstärken. Aber das Einhorn, haben sie doch gesagt, ist viel zu stark. Hey. Oder habe ich da was verpasst? Ja, den können wir nehmen. Okay, ich würde kurz hier pausieren und erstmal nach unten gehen. Dann brauchen wir nämlich eine Tür. Neue Türen erforschen. Machen wir die noch. Baut mal das und das ab. Und hier nehme ich Verdrescher hin. Okay. Aber ich dachte, das Einhorn war zu stark. Dass wir das erst hier den Einsiedler finden müssen. So dachte ich, war das. Steht ja auch nicht als Ziel, dass wir erstmal das Einhorn töten sollen. Jetzt kommen wir hier auch lang. Kriegen wir? Schaffen wir die Karawane noch? Ah. In diesem Bereich der Außenwelt befand sich der Eingang zur alten Orkhöhle. Das
ultimative Böse wies seine Kreaturen an, diese zu betreten, um etwas Nützliches im Kampf gegen das Einhorn zu finden. Naja, aber ich will erstmal die Karawane kriegen. Die kriegen wir. Was macht er eigentlich? Basel. Verhält, wa? Mana Trank? Oh! Das sind ein paar mehr. Oh. Aber läuft. Ohne Probleme. Und Heiltrank. Hammergeil. So, jetzt schnell zur Richtung Karawane. Ah, da ist ein Bombenturm, ey. Seht ihr uns? Willst du erforscht? Gut. Weiter hier links, bitte. Die Spinnenhöhle im Osten des Dungeons war noch immer unentdeckt. Wie lange noch, war die Frage. Jetzt, nachdem ein gewisser Erzähler die Position verraten hat. Ja. Los, die Karawane, Jungs, beeilt euch. Was hier? Regenerationsrate. Nimm du. Und jetzt fix. Ich hoffe, das lohnt sich auch. Da. Ist ganz schön vom Sack, oder? Oh nein! Ja, das wird nix. Verdammte Scheiße, Mann. Das wird der Go-Bot sterben müssen. Hier, Heiltrank, jawohl. Und weiter. Und jetzt der nächste. Die scheiß Bogenschützen, Alter, die greifen so schnell an. Los, und jetzt hier. Ah, das schaffen wir. Das wird was. Ja, der Muli hier, der greift ja auch an. Nein, nein, nein. Alter, aber wir werden nicht von diesem Kackpferd da, von dem Esel hier getötet, oder? Komm. Ey, bitte. Ey, macht Latte, Junge. Oha. Selbstverständlich fingen die Diener des ultimativen Bösen diesen Goldtransport ab. Jetzt bitte. Schaffen wir das? Ah, ne, die werden. Wo gehen die lang? Ne, ne, ne. Geht erstmal hier lang. Da lang. Bitte. So. Wir brauchen. Wir nehmen auf jeden Fall noch einen Ork. Wir können jetzt erstmal hier unsere schön durchdachte Verteidigung wieder aufbauen. Muss ja zuschütten. Dann kann ich zuschütten. Hallo. Achso, wegen dem. Oh, wie sind die jetzt da reingerannt? Hol die ab? Ja. Das habe ich auch nicht gesehen. Jetzt da hoch. Nehmen wir noch einen Ort. Ja, unsere Schatzkammer hat sich auch leicht gefüllt. Mana haben wir auch. Unendlich viel gefühlt. Warum können wir da nicht zubauen? Unser Plan geht nicht auf. Sag mir wieso. Achso, weil das zugebaut werden muss. Ja, stimmt. So, und jetzt
hier hin. So, hier läuft eigentlich alles. Wir haben massig Gold. Ach, ist ja auch kein Ding. Ja, dann entspannt euch erstmal hier. Mann. Ich will... Ich will auf den Brocken klicken. Bitte. Jetzt können wir hier zuschütten. Ja, genau. So, ihr beide. So, jetzt. Gut, dann haben wir das erstmal erledigt. Die Karawane geht auch wieder in 2 Minuten. Dann müssen wir gleich wieder los. Okay, aber wir könnten... Mensch, ich will... Alter! Hier drauf. Erforschen. Ihr seid wieder da. Gut. Tür bauen. Mann. So. Und rein. Warte ich mal. Das so. Jetzt muss ich mal überlegen. Kann hier ein Verdrescher hin? Die Tür kann man denn hier machen? Ja, genau. So, Bevölkerungs... Können wir das nochmal machen? Geht immer noch, ja. Krass, okay. So, wieder 2 Orks. Obwohl ich doch lieber noch eine Naga hätte. Ja, dann baut mal weiter. Gold. So, dann kommt hier noch eine Tür rein. Und da würde ich sagen... Abfahrt!